Leute von unterwegs. Ja, schöne Grüße aus Frankreich. Eggert. Ah, oh la la, Monsieur. Ja, guten Tag. Bonjour, guten Tag. Ja, guten Tag, Eggert. Herzlich willkommen zu Last Exit nach Ausgabe 44, die Sommerausgabe. Ja, ich bin in Frankreich im Urlaub ich bin hier in der Nähe von dem ehemaligen deutschen U-Boot-Hafen, hier U96. La Rochelle. La Rochelle, genau. Weiter nördlich Richtung Les Sables d'Olonne, und der Ort heißt hier, der nächstgrößere Ort heißt Talmont-sur-Hilaire. Ist durchwachsenes Wetter, und aber der Wein schmeckt gut. Also man hätte gedacht, hier wäre Hochsommer, aber ist nicht so ganz der Fall. Es ist teilweise regnerisch, und ich bin immer damit beschäftigt, den Pool auf und zu machen und den Saugroboter einzusetzen, falls man doch mal baden will. Okay. Ich habe jetzt vor kurzem die ersten drei Folgen von dieser Sky-Serie Das Boot gesehen. Ach so. Hast du da schon mal reingeguckt? Nee, das fand ich ganz. Nee. Das ist gut, ist wirklich sehr gelungen. Es sieht auch so aus, als. Doch, habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Erste als Folge, wenn die es an derselben Location gedreht hätten. Das wirkt tatsächlich so, als wenn es da. Vielleicht haben sie es auch einfach nur sehr gut nachgebaut. Ich finde es. Ich habe es auch gesehen und habe dann irgendwann abgeschaltet, weil es mir zu glatt war. Ich fand das irgendwie ein bisschen zu ordentlich da. Es war so irgendwie sehr, sehr gebügelt alles. Irgendwie, man hat nicht geglaubt, dass das irgendwie. Wann war das 44 spielen soll oder sowas? Ja. Oder wann spielt das überhaupt? Weiß ich gar nicht. Ja, U-Boot-Krieg, nee, weiß ich gar nicht genau, du 40er Jahre, ne? Aber ja. ich fandest du, das war zu glatt, ja, so zu. Ja, ich fand, man ein bisschen zu, also wie auch bei Babylon Berlin fand ich es ein bisschen sehr aufgeräumt irgendwie, und man hat auch gemerkt, dass, klar, du kannst jetzt nicht die Fassaden nachbauen da irgendwie, ne, von damals, aber das war schon so irgendwie, hier haben wir noch ein paar Poller eingebaut wegen Falschparker oder sowas, dass die Hedemann, also wie auch immer, ich fand, unter die Liebesgeschichte, das spielt ja auch viel an Land, ne, mit mehr als fast so viel, oder mehr sogar als im Boot selber. Also ich fand es jetzt nicht ganz, aber da würde ich gerne mal nachgucken, ich kann mich nämlich nicht an diese Nebenhandlung erinnern, die scheint nicht aus dem Buch zu sein. Also ich kann mich nicht erinnern, dass Lothar Günther Buchheim über so eine Nebenstory geschrieben hat, wo es dann um Widerstand und Resistance geht, und darum geht es ja zum Teil in dem Film auch, ne? Stimmt, genau, das gab es, glaube ich, nicht, und diese Liebesgeschichte gab's glaube ich auch nicht, wurde glaube ich dazu erfunden, wie auch immer. Wobei wir das jedem natürlich gönnen. Ja. Aber stimmt. Ja. Das war, ich habe dann auch teilweise, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen fies, aber ich habe teilweise dann diese Teile übersprungen, wo das Mädchen am Land da versucht, die Resistance zu unterstützen und so, weil das ist ja sehr lobenswert, aber ich habe mich ja doch eher für die U-Boot-Teile interessiert, um ehrlich zu sein. Ja, da wären wir los, ne? Ja, genau. das ist so, dann hier auf jeden Fall ist davon nichts mehr übrig hier. Also zumindest, ich war ja noch in der Rochelle, war ich auch schon mal, schon ein paar Mal hier. Aber sonst ist es hier irgendwie, die Austern schmecken irgendwie, es gehört immer dazu, Austern. Isst du Austern eigentlich? Weil viele mögen das nicht. Ja, doch, kenne ich auch. Okay. Nee, weil manche haben da so Probleme mit, glaube ich, das zu essen. Nö, ich habe ja auch so Bekannte, die hier immer so Austern und Muscheln und so. Und Muscheln ist ja eher Bretagne, ne? Aber so, die das dann immer so zelebrieren und so, und die uns dann immer einladen. Also ich finde es super. Ja, gut. Nee, muss man mögen irgendwie. Ansonsten, es ist sehr bekannt für die Austern hier. Und ansonsten kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, außer dass es hier, dass wir hier auch einen schönen Podcast machen können. Also das ist wunderbar und unglaublich, was dass das hier geht. Irgendwie, das WLAN war jetzt irgendwie nicht ganz so zuverlässig, aber scheint zu funktionieren. Umso besser. Was haben wir heute vor? Einige schöne Musikthemen haben wir, glaube ich, heute. Und Musikthemen, was mir aufgefallen ist, es gibt ja eine Firma, die Hologramm, so alte verstorbene Künstler als Hologramme wieder auf die Bühne holt, zusammen mit einer großartigen Bühnenshow, zum Beispiel die Beatles, Amy Winehouse oder Tupac Shakur. Halte ich für großen Schwachsinn. Ich weiß nicht, das scheint aber jetzt irgendwie, wurde ja schon ein paar Mal gemacht irgendwie, und auch mit einigermaßen gutem Erfolg, glaube ich. Aber ich finde das irgendwie problematisch. Also ich würde da kein Ticket kaufen, glaube ich, und dann mir nochmal irgendwie Tupac Shakur nochmal angucken irgendwie. Ich habe das nur irgendwann mal gehört, dass sie das für Elvis gemacht haben, und da klang das ganz interessant zumindest, weil die dann so eine Las Vegas Show nochmal nachstellen wollten, und keine Ahnung, live ist natürlich besser.
Ja, alles klar. Ja, was haben sie denn hier? Also, im Gespräch sind irgendwie Buddy Holly, Roy Orbison, Maria Callas. Also ich weiß nicht, ob das, dass man das irgendwie sehen muss. Irgendwie. Vor allem ist es, auch zwei, ist es wohl nur zweidimensional, also nicht dreidimensional. Mhm. So, das sieht, wirkt dann auch ein bisschen dünn. Blöder Wortwitz. Naja, aber das muss ich sagen, das war irgendwie... für mich ist das irgendwie gar nichts, das muss ich sagen. Die haben also in den USA große Erfolge gefeiert mit Roy Orbison, der war 2018 mit In Dreams auf Welttournee in Denver, Detroit, Atlanta, Manchester, Rotterdam, also auch in Europa sogar. Und haben große Hallen gefüllt und die Leute haben tatsächlich zwischen 30 und 70 Dollar bezahlt, um ihr verstorbenes Idol nochmal zu bewundern und kamen mit Tränen auch angeblich aus diesen Veranstaltungen und haben gesagt, sie haben sich so gefreut irgendwie. Mhm. Naja, und nächstes Jahr soll Whitney Houston auf Tour gehen. Du bist so ein Arsch, ey. Nein, wirklich. Das ist jetzt hier, das ist der neue heiße Scheiß irgendwie und ja. Sagt, hat ihr Hologramm das angekündigt oder was? Dass sie auch nein, die Firma, die das macht. Ja. Es gibt eine Firma, die in den USA, die das irgendwie sozusagen professionell betreibt und also ich könnte das ja Kevin Costner moderieren dann zumindest. Der ist ja als Schauspieler nicht mehr so jetzt nicht mehr so ja, die, beschäftigt mittlerweile. Muss ich so vorstellen, daneben, da das Geile ist, die haben dann echte richtige Tänzer und so weiter ja. Eingebaut Musiker, in die ne? Ja, ja, Musiker, alles sozusagen, alles um das Hologramm drumherum. Ne? Und, ja. Okay. Und genau, und die wollen, also jetzt gibt es irgendwie, angeblich wollen sie jetzt auch noch zum Beispiel so andere Hologramme, also zum Beispiel von Heidegger oder von Foucault auftreten lassen. Und yeah. Heidegger ist doch dein Thema, oder? Ja. Heidegger ist absolut mein Thema. Ich bin, du weißt ja, dass ich ein sehr belesener Philosoph bin. Das stimmt, ja. Deswegen wollte ich ja die Überleitung, so rüberspielen. Danke, lieb von Heidegger dir. Als Hologramm, willst du das angucken? Ich wollte jetzt gerade sagen, ich kenne nur das Marzipan, aber das heißt ja Niederegger. Heidegger. Was können wir jetzt dazu sagen? Hattest du dich in der Uni was mit dem zu tun? Ich weiß nicht mehr. Ich hatte mit dem leider nichts zu tun. Nee, wen hast du, was war denn dein Fäbel nochmal? Ach so, ich hatte mal mit Horkheimer und Adorno was zu tun. Horkheimer und Adorno, ach so. Ne, das ist doch Frankfurter Schule, ne? Mhm. Achso, ich dachte, irgendwie hattest du mit. Nee, das ist schon lange her, ne? Ich weiß, hab's vergessen irgendwie. Nee, du hast irgendeinen einen deutschen Philosophen hattest du, glaube ich, irgendwo auf der Liste, ich weiß nicht mehr. Ich weiß, dass Nietzsche war damals sehr beliebt, aber egal. Ja. Also das will ich mir auf keinen Fall angucken. Also das muss ich sagen, wollte ich nur sagen, es ist jetzt irgendwie auf jeden Fall, wenn ihr dahin wollt, das ist vielleicht auch ein kleines Zeichen, wie schlecht die aktuelle Musik ist, wenn jetzt sowas schon wieder wiederbelebt werden muss, weil irgendwie, warum auch immer, vielleicht andere nicht genügend Aufmerksamkeit erzielen irgendwie. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber dass das jetzt ein Indiz ist, aber es ist schon merkwürdig, dass man jetzt Tupac hatte jetzt, klar, der hat ein paar coole Alben irgendwie zu früh gestorben, aber das ist ja viele, ich glaube, viele haben sich mit dem auch gar nicht richtig beschäftigt, außer dass dieser ganze Ost-West Beef da, ne, zwischen den beiden Rappern genau. Biggies und Smalls und Tupac Shakur. Naja, wie auch immer, also das fiel mir noch ein irgendwie. Sonst können wir mit der ersten Rubrik ja mal starten. Klar. Ja, alles klar. Flimmerkiste auf Last Exit Andernach. Ausgewählte Serien und Filme für Kino- und TV-Freunde. Arndt und Eckart haben für Sie reingeschaut. Ja, also außer in das Boot, das Remake, habe ich reingeschaut in zwei andere deutsche Komödien. Und zwar, das ist ja immer mit Vorsicht zu genießen, deutsche Komödien, hat sich auch wieder ein bisschen bewahrheitet, dieses Vorurteil. Ich habe mir einmal angeguckt einen Film von Nora Tschirner aus dem Jahr 2012, der heißt Offroad. Offroad, der ist die erste halbe Stunde eigentlich sehr gut, da habe ich sehr gelacht. Da spielt sie so eine bisschen spießige Bauspartante, die eben nach ihrem BWL-Studium in Papas Firma arbeitet und demnächst dann eben in so ein Reihenhäuschen einziehen möchte und da so ein Jura-Jüngling ehelichen möchte. Das ist also auch sehr lustig. Ich fand es beiseite schon lustig. Ist das nicht die immer mit Til Schweiger dreht? Ja, die dreht immer mit Til Schweiger so. Die ist aber eigentlich ganz smart. Die macht auch den Tatort mit Christian Ulmen.
Ja, Wobei, das also, gucke ich zum Glück auch nicht. nee, das gucke ich auch nicht, nee. Aber was man sagen muss, also der Film war sehr gut besetzt, hat dann auch wirklich tolle Kulissen so und so. Ist also diese ganze Spießigkeit von so einem kleinen Ort, ich glaube, wie heißt der Ort? Hat auch so einen, ich glaube, es ist Geilenkirchen oder so. Also sie haben es an so einem, wirklich an so einem typischen deutschen, es könnte ja auch Bielefeld sein, oder so westdeutsch etwas bräsigen Kleinstadtmilieu angepasst. Und Wieso das guckst ist du wirklich sehr. sowas? Sehr gut gemacht. Ach, einfach weil ich gerne, ich gucke halt gerne deutsche Filme und ich suche halt immer so nach so Diamanten in der ganzen Kohle. Und dann wird es aber leider, nachdem diese erste halbe Stunde vorbei ist, wo das dieses Milieu sehr treffend geschildert wird, wird es dann doch sehr cringeworthy, wie man heutzutage so schön sagt. Geht es also voll in die Binsen, denn dann glaubt sie müsste natürlich mit Elias Mbarek, dem Augenblick Supertürken im deutschen Kino, in die gefährliche Szene Stadt Berlin reisen, um da 50 Kilo Kokain zu verkaufen. Bitte? Oh Gott. Ja, das ist dann so, die Handlung nimmt dann so einen Verlauf, wo ich dachte, wie bitte, wie kann das jetzt passieren? Und das wirkt dann völlig chaotisch. Dann müssen sie so irgendwie noch so Killer-Typen entkommen, die Drogen ihnen abnehmen möchten. Das wirkt alles dann so sehr zusammengefrickelt und wird immer nerviger. Ja, ich habe das dann irgendwann ausgemacht, so nach zwei Drittel des Films. Kann Und ich dann gut muss ich schon verstehen. sagen, Alter, Nora, Nora. Also das, wie gesagt, das schöne Milieustudie, auch dann irgendwie, soll wohl auch eine starke Frauenrolle sein, aber es wird dann immer zunehmend verrückter so, ne? Denn ein anderer Film, aus dem Jahr 2018, Womit haben wir das verdient? Womit haben wir das verdient, ist so eine österreichische Familienkomödie, wo ich sagen würde, so in TV-Qualität, da wird das Thema Islamismus mal etwas komisch angegangen. Also es ist ganz, ganz witzig. Das ist also so ein trotziges Töchterchen. Die Eltern sind halt so eine Großstadt-Patchwork-Familie, urban, links aufgeklärt, natürlich, wie sagt man das, areligiös. Und sie nutzt halt ihre pubertäre Abgrenzung dafür, um eben zu Allah zu finden, mit Kopftüchern rumzulaufen, 10.000 Regeln zu folgen, die dann eben so im Koran wohl drinstehen oder auch nicht drinstehen. Also das, was dann eben folgt, ist eben so eine ganze Reihe von Irrungen und Wirrungen auf beiden Seiten. Wie geht man damit um? Das ist ganz smart und ganz witzig gelöst und also auch gerade, wenn man selber Eltern ist, ganz unterhaltsam. Es mündet dann aber leider in so eine sehr moralinsaure, sagen wir mal, Feminismus-Demonstration, also da ist dann tatsächlich auch buchstäblich eine Demonstration, wo es dann darum geht, dass dann, ja, wie soll ich sagen, das wird dann sehr peinlich, es wird dann irgendwie so sehr vordergründig, politisch korrekt und es soll am Ende wohl so eine Botschaft der Toleranz rauskommen. Ja, und da muss ich sagen, das ist richtig in die Hose gegangen. Also da fehlt, man hat richtig den Eindruck, dass das irgendwie da die letzten drei Seiten vom Drehbuch gefehlt haben. Und das war also dann doch nicht so der Bringer. Also es bleibt immer, es bleibt schwierig mit dem deutschen Kino. Es ist eine häufig unerwiderte Liebe. Ich gucke gern deutsche Filme, aber es ist eben ganz häufig schwächelt's halt und ja, es hat sich hier eben auch leider wieder ein bisschen bestätigt. Ja. Naja. Hast du irgendwas geguckt, oder? Nee, ich habe nur, ich hab von einem, es gibt eine neue Serie, die heißt Il Cacciatore, The Hunter. Und das ist eine Serie, die kommt jetzt, glaube ich, auch auf Netflix oder auf Join. Ich bin nicht ganz sicher, das ist sozusagen keine Dokumentation, aber biografisch irgendwie der Kampf gegen die Mafia in Italien. Ja, das ist habe ich jetzt mal reingeschaut, den Trailer und so weiter. Il Cacciatore, The Hunter. Und ja, das scheint irgendwie sehr authentisch zu sein. Also das ist eine Serie, die würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich habe jetzt noch nicht, wie gesagt, noch nichts gesehen, aber gelesen habe ich schon einiges und das könnte auf jeden Fall gut werden, weil das Thema wurde jetzt auch noch gar nicht so groß. Ich weiß nicht, klar, Gomorra wurde ja, das ist ja mehr aus der Sicht der sozusagen der Mafia. Und jetzt kommen mal die Sicht der sozusagen der Polizei, der Richter und der Behörden und so dazu und wie sie arbeiten und es scheint sehr spannend zu sein. Also und vier Blocks kommt ja auch jetzt die dritte Staffel im Dezember. Ja. Das ist schon mal ein schöner Ausblick irgendwie. Ich glaube, das ist die letzte Staffel dann auch. Dann war es das, glaube ich. Mit Toni Hamadi, genau. Aber ja. Hast du diesen aktuellen Film mit Robert De Niro gesehen nochmal? Es gibt jetzt einen aktuellen Mafia-Film mit Robert De Niro, ich glaube sogar von Netflix produziert oder was. Und ja, Nee.
Braucht man sowas noch? Also ich weiß auch nicht, ist das alles so, also diese ganze, dieses so Hollywood-mäßig, so von Scorsese und Coppola und so, das sind ja, ist das ja doch schon ganz schön plattgewalzt alles so, ne? Braucht man da noch Spielt einen er nicht weiteren? denn noch Komödien irgendwie oder Robert De Niro irgendwie so einen alternden Ach, das gab es auch schon mal, lustigen ja. Horse Daddy oder irgendwie Ja, es oder gab diesen Film Malavita, wo er, glaube ich, heißt ja Malavita, ich glaube, wo er dann in Südfrankreich, glaube ich, sich versteckt mit seiner Mafia-Familie. Ach Und so. dann halt diese amerikanische Mafia-Familie dann halt da den Ort da so platt Er spielt aber noch macht. irgendwie Ja. einmal diesen peinlichen Dad irgendwie, der, weißt du, wie ist der denn Das gab es nochmal? auch noch, ja. Bad Bad Grandpa, Grandpa hat er Bad auch mal. Grandpa, ach genau, stimmt, das war Ja. das, da gab es auch zwei Stück von, das fand ich aber auch Ja, ja. mehr amerikanisch. Also das amerikanische Humor funktioniert ja manchmal auch nicht bei mir, Ja. so ehrlich gesagt, aber Ja, nee, nee. er macht einiges auf jeden Fall. Also, das ist manchmal gute Sachen, manchmal nicht so gute Sachen. Also, das hätte mich jetzt mal interessiert, wie der aktuelle Mafia-Film von ihm ist, aber den muss ich dann auch noch mal angucken, glaube ich, ja. Genau. Nee, ich habe es so im Urlaub jetzt noch nicht so lange geguckt. Naja, gut, dann war's das wohl. Liebe Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, zack, Jo. bumm, aus. Was soll ich sagen? Genau, hier in Frankreich immer noch durchwachsenes Wetter. Also ich gucke mal im Himmel. Also ich muss sagen, viele Wolken. Es ist so eine Mischung aus, weil es zwischendurch immer mal wieder doll regnet, so eine Mischung aus Aprilwetter und Frühherbst irgendwie. Und das irgendwie, wie gesagt, am 14. August haben wir heute. 14. August ist heute. Und ja, also das hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt, wettertechnisch, aber man kann hier joggen gehen und hier im Supermarkt sich aufhalten und dann schön was Schönes kochen und so weiter. Und Was hast du denn schon gekocht? Erzähl mal. wir haben gekocht, was haben wir denn schon gekocht hier? Also einmal gab es Austern, die haben wir aber ungekocht gegessen. Man kann man auch gratinieren übrigens, ne? Irgendwie, dann gab es hier schon mal. Mal kurz, was ist Gratinieren? Ist das Panieren? Gratinieren na. Panieren ist doch mit in Ei und Mehl und Panade Ja. sozusagen wickeln, tunken, tauchen und dann braten, wie so ein Wiener Schnitzel halt. Das ist Ja, Panieren. was, ich weiß, Und ich weiß schon, Gratinieren? was Panieren ist. Gratinieren? Garnieren, ja. Gratinieren ist im Backofen sozusagen überbacken. Also du machst die Auster auf, ne? Und dann machst du da ein bisschen Käse rüber irgendwie und dann packst du in den Ofen, Okay. Kräuter und dann kannst du es dann irgendwie essen. Aber ich bin ja ein Freund von irgendwie frisch vom Markt hier so, ne? Irgendwie, es gibt verschiedene Größen. Also die Austern unterscheiden sich nicht in der Qualität, sondern nur in der Größe. Also es gibt dann irgendwie 1, 2, 3, 1 ist das Größte. Und es gibt sogar, glaube ich, jetzt gestern gesehen, 0. Also die sind riesig, da wirst du richtig satt von. Also Austerngröße 0 und Doppel Null vielleicht auch, aber die sind echt ganz schöne Oschis. Da, wenn du da vier Stück von isst, dann hast du erstmal ordentlich Tinte auf dem Füller. Also dann brauchst du nicht mehr viel essen. Ja. Nee, aber was super geil ist, ist das Fleisch hier irgendwie, also ganz anders als, also wenn du hier im Supermarkt was kaufst, das ist halt nicht das, wie gesagt, das übliche Aldi oder sonst wie Supermarktschnitzel vormariniert irgendwie, legst auf den Grill, zisch irgendwie, alles viel, ne, Wasser tropft raus, wird irgendwie 30% kleiner, das hast du hier gar nicht, das ist wirklich super lecker. Und ja, man merkt schon, dass das Gemüse und so ist irgendwie schon ein bisschen geiler, weil das alles frisch, also sozusagen vollreif geerntet wird und nicht irgendwie grün und dann auf dem Weg nach Deutschland irgendwie noch nachreifen muss und so. Aber ja, das geht schon ganz gut hier. Und Das passt schon. man kann ja auch mittlerweile auch mit dem Euro bezahlen in Frankreich, ne? Ja, überall, ja, auf jeden Fall auch bei PH geht auch irgendwie, genau. Was ist PA? PH? Was heißt das? PH ist hier die Autobahngebühr, ne? Also da fährst du, Ah, das kennst okay. du doch. Und dann, der Witz war, wir irgendwie, das Geile, der große Spaß, kennt jeder, der mal nach Spanien oder Frankreich gefahren ist, irgendwie PH. Du fährst ja auf diese Häuschen, also sozusagen, du musst das Tempo verlangsamen auf der Autobahn, ne? Dann wird es irgendwie auf einmal zwölfspurig und musst dann an eins von diesen Häuschen ranfahren oder Automaten. Und dann gibt es halt einmal nur Ticket, dann gibt es irgendwie Elektronik oder was ich was, also elektronisches Bezahlen, Teleportik, was ich was. Und dann gibt es noch irgendwie Münzen, Telepathie. Telepathik und dann gibt es noch irgendwie Kleingeld und dann gibt es noch irgendwie, was ich.
ich was hier mit dem, was weiß ich, auf Rechnung oder so. Und dann musst du dann, während du anfährst, ja mit 15% Bearbeitungsgebühr, keine Ahnung, aber du fährst dann an dieses an die PA-Schrank und denkst so, scheiße, wo muss ich da links, da rechts, in die Mitte, irgendwie, ich kann dieses Zeichen nicht deuten. Und dann stehst du da und hinter dir schon wieder drei Gespanne aus Holland mit Wohnwagen, ne, irgendwie, und dann denkst du, nein, die Karte, ich habe kein Kleingeld, hier ist gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das zahlen soll, ich habe mit Kreditkarte, mit EC-Karte, mit so einer Karte, die man sich vorher irgendwie beim französischen ADAC besorgt, und dann voller Panik denkst du, nein, jetzt muss ich einen Rückwärtsgang reinlegen, alle weghupen hinter mir, ne, mit die Wohnwagen gespanne, ne? Kennst du das nicht? Also kennt doch jeder, oder? Ja, klar kenn ich das. So, ich kenn's aus Spanien. Oh, Alter. Und dann du stehst da, genau, und entweder stehst du da so lange, bis einer aus dem Häuschen gerannt kommt, also von neben der Autobahn und mit dem Schlüssel die Schranke aufmacht. Hast du schon kommen lassen? Ja, hab ich auch schon mal gehabt. Und dann musst du dann an die Leitplanke ranfahren und über die Leitplanke klettern und dann ins Häuschen gehen und dann da alles bar bezahlen und gibt es noch jede Menge Scheiße. Was? Hatte ich auch schon, ja. Und dann haben wir sozusagen einfach irgendwie Kreditkarten oder EC-Karten da reingesteckt und dann ging auf einmal die Schranke auf. Ja. Fand ich ja richtig geil. Nee, das funktioniert. Also immer wieder ein kleines Abenteuer. Also wenn man sonst nichts erlebt, irgendwie ist das immer noch ein Abenteuer. Und PH ist immer wieder aufregend hier. Ja. Neulich im Supermarkt. Unsere Rubrik für Einkaufserlebnisse. Schönen guten Tag, verehrte Kunden. Heute im Angebot Gelee-Bananen, die 100-Gramm-Schachtel für nur 1,29 €. Außerdem an unserer frischen Theke heute frisches Pferdegulasch für 2,49 € pro Kilo. Wir wünschen weiterhin einen schönen Einkauf. Ja, die Rubrik hatten wir lange nicht. Unsere Rubrik für Einkaufserlebnisse. Und ich bin ja auf dem Weg, wir sind ja mit dem Automobil hier und über Aachen Aachen gefahren. Und dann war ich schon irgendwie von Bremen aus an einer Raststätte. Südlich von Osnabrück, ne? Und dann irgendwie schön in Urlaubsstimmung irgendwie, ja, hier schön Käsebrötchen, Cola kaufen, ne? An einer Autobahnraststätte. Icke so an die Kasse ran, machst du voller Euphorie mein Portemonnaie auf, ne? Es fällt erstmal irgendwie jede Menge Kleingeld raus, aus meinem Portemonnaie, ungewollt. Unter anderem der Schlüssel fürs Ferienhaus. Und landet, und ich lasse alles jetzt mal so liegen, zahl erstmal schnell, weil einer wird den schon aufheben oder ich hebe ihn danach auf und dann Pustekuchen. Schlüssel nicht gefunden. Wirklich? Ja, Schlüssel. Oh, und dann so, Alter, scheiße, was ist das denn jetzt, ne? Und dann hab irgendwie Servicekraft kam dann an. Die erst kam so eine wirklich so unglaublich hilfsbereit. Erstmal so eine Dame mit einem Besen und hat erstmal unter den Snackregalen irgendwie gefegt und dann jede Menge Staub und Kleingeld rausgeholt und was weiß ich, Kaugummis und so weiter, aber den Schlüssel halt nicht so, ne? Und dann ging es weiter zu den Display, zu den Regalen halt, irgendwie mit diesen Metallregale. Es war eine nagelneue Raste, Surveys oder sowas. Und dann erstmal mit dem Schraubenzieher die ganzen Dinger aufgeschraubt und darunter geguckt, nix, ne? Kein Schlüssel. Und dann haben wir die ganzen Ü-Eier, die ganzen Display-Kartons irgendwie durchsucht und dann auch die Snickers und Mars und was ich was da alles lag, ne? Alles durchwühlt und irgendwie und kam aber nicht in die Nähe irgendwie eines Haustürschlüssels. Und irgendwie haben wir, glaube ich, 20 Minuten gesucht, irgendwie mit diversen Mitteln irgendwie unter den Regale geschaut und irgendwie nochmal unter den Flipper-Automaten und so weiter und der Schlüssel war weg. Also zum Glück hatte ich noch einen Schlüsselbund mit dabei, der irgendwie, und hier gab es auch noch einen Nachbarn, der einen Schlüssel hatte, aber das war irgendwie der Schlüssel mit so einem eingearbeiteten Euro oder was heißt D-Mark-Stück und es war so der Lieblingsschlüssel hier von den Vermietern und ich muss sagen, kam so ein junger Mann, hat mir geholfen, hat dann meine Nummer aufgeschrieben und meinte, er würde sich melden, wenn der Schlüssel wieder auftaucht. So fand ich das schon, also unglaublich, ne? Also muss ich sagen. Ja, das ist schon ziemlich heftig. Also zwei Leute beim Helfen mitgeholfen und ich hatte ja nur ein Käsebrötchen für 1,95 € und eine Cola für 2,30 € oder so, 2,35 €.
mit fand. Und naja, und das fand ich schon bemerkenswert, also wie die Hilfsbereitschaft. Und dann klingelt irgendwann hier, kommen wir hier tatsächlich ins Haus rein, und dann klingelt mein Handy irgendwie nach 3 Tagen. Ja, wir haben den Schlüssel wurde gefunden. Und der Kunde hatte das zwischen den ganzen Snickers und also zwischen den ganzen Riegeln da entdeckt anscheinend. Hatte wohl gedacht, er hätte was gewonnen irgendwie. Und hat er leider nicht, aber zumindest hat er den angerufen. Ja, dann hat er den angerufen und ja, also er würde den Schlüssel jetzt auf die andere Seite, weil ich sage, ich komme nochmal zurück, ne, nach dem Urlaub, fahre ich nochmal dann vorbei. Und dann, ja, er würde den Schlüssel jetzt rüberbringen zur anderen Seite, Autobahnseite. Das ist ja geil. Und das fand ich ja dann mega nett irgendwie. Ja, das ist echt nett. Also unfassbar nett. Ist ja auch nicht ungefährlich. Ja, ja, der musste dann irgendwie dann gucken, dass er dann nicht, also ist ja 6-spurig, glaube ich, da, die A1. Ja, und er ist ja nicht so gut zu Fuß, das war doch der mit der Prothese, ne? Aber hör auf, der wartet, nein, aber die fahren wohl öfter mal rüber irgendwie, um da, ja? Weiß ich was, ja. Aber sag, ganz ehrlich, kundenfreundlicher geht's ja wohl nicht, oder? Der ruft mich an und bringt den Schlüssel rüber und sagt mir, er würde ihn da deponieren auf meinen Namen und so weiter im Umschlag und schöne Ferien. Also unfassbar. Ich möchte nie wieder sowas hören wie Servicewüste Deutschland, auf keinen Fall. Muss ich sagen, also ich war schwerst begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also cool. Wollte ich nur sagen, also das ist eine positive Service-Geschichte aus Deutschland. Surveys heißt das, glaube ich. Ich gucke nochmal nach. Ist das eine französische Kette? Das hört sich so an. Nee, das ist eine deutsche Kette. Also es ist ich muss nochmal gleich mal gucken, wo die ist. Wir können ja auch mal unsere Top 10 unserer leckersten Tankstellen-Snacks machen. Weil mir fällt gerade ein, dass ich total gerne immer mir an der Tankstelle Schoka-Cola kaufe. Kennst du das noch? Diese runde Blechdose Schoka-Cola. Das kaufst du dir? Ich weiß gar nicht, was das ist. Naja, ab und zu mal. Das ist so eine traditionelle, so eine so Retro-mäßig. Das ist so eine Blechdose Fliegerschokolade. Ja, kenne ich. Ja, kenn ich. Die gab es ja schon irgendwie im Zweiten Weltkrieg und so. Und da ist ja so ein bisschen Koffein drin. Und die gibt es in schwarzer Schokolade und mittlerweile auch in hellblau mit Vollmilch. Also hellblau. Die Schokolade ist so, ja, die normalerweise ist es ja diese rote Dose. Kennst du vielleicht, ne? Schoka-Cola. Ja, kenn ich. Das ist eine runde Blechdose. Ja, klar. Und das gab es also schon vor, weiß ich nicht, 70 Jahren oder so. Und kostet ungefähr 2 €. Also sehr lecker. Mach ich sehr gerne. Achso. Ja. Das war schon. Ja. Achso, können wir vielleicht mal machen. Also Service, Gaststätten gibt es, Raststätten gibt es überall und das ist, glaube ich, hier, warte mal eben, die Raststätte an der A1 war das nämlich hier, die Tecklenburger Land. War das die? Warte mal. Nee, das ist ja. Kann das sein? Naja, egal. Hört sich an wie eine Hunderasse, Tecklenburger. Doch. Doch, hier, das ist die. Die 3,7, die kriegt von mir gleich mal eine schöne Google. Genau, machst du mal eine schöne Google-Bewertung. Tecklenburger Land, glaube ich, war das. Jetzt. Genau, alle Fans können sich mal anschließen gleich. Hier, guck mal, da ist sogar ein paar, sind sogar Bilder. Jetzt, guck mal, schwarzer Marmor und so und hier alle Leute. Bist schon ganz aufgeregt, ne? Oh, herrlich, da freue ich mich schon drauf. Freundliche Bedienung, alles sauber. Sehr gut. Achso, weißt du, was ich auch sehr gerne aus der Tankstelle mag? Karamellpopcorn, das ist auch geil. Alter. Fertiges Karamellpopcorn. Also ich hätte ein Käsebrötchen, das war jetzt so bedingt gut, aber wie gesagt, das lasse ich alles durchgehen, wenn der Service so gut ist, dann kann ich auch ein trockenes Käsebrötchen durchgehen lassen. Wollte ich nur sagen, also das, man lebt ja sonst nichts, aber das fand ich irgendwie positiv. Ja, das ist echt cool, positiv, sehr nett. Sehr, sehr, sehr tolle, also schönen Dank herzlichen Dank nach Tecklenburg. Genau, selbst wenn ich jetzt nicht ins Haus gekommen wäre, hätte ich mich gefreut, ne? Ja. Aber das wollte ich nochmal kurz erwähnen, dass wir die Rubrik mal, müssen wir sowieso öfter mal machen, oder? Also die, absolut. Auch mal, wir müssen auch mal Menschen auch mal loben, dass er das, was heutzutage viel zu kurz kommt. Und positive Motivation hält viel länger als negative Motivation. Also ich war hier in Frankreich, war ich hier im Super U oder Super Ü, weiß ich, wie man das ausspricht. Das ist der Supermarkt hier in der Nähe. Super Ü. Türkische Kette. Und es gab auch ein Géant irgendwie, da ist wohl weiter weg. Und und wenn du dann Fische kaufst, also zum Grillen, einen Fisch, Dorade oder irgendwas da, Wolfsbarsch, was auch immer, Seezunge und so, dann sind die im Gegensatz zu den deutschen Fischständen nicht ausgenommen, die Fische. Das heißt, du musst es entweder, wenn du es vergisst zu sagen am Stand, dann musst du es zu Hause selber machen, was irgendwie nicht so viel Spaß macht, ehrlich gesagt. Das habe ich auch schon gemacht, aber es bereitet wenig Freude, einen Fisch auszunehmen. Ich habe das noch nie gemacht. Live und direkt irgendwie so mit unter. Nee, das ist, kann man machen, aber es ist kein Spaß.
Aber dann interessant fand ich auch, dann standen da irgendwie drei Fischfachverkäufer in der Fischecke des Supermarktes. Der Fisch mega lecker, mega frisch, alles auf Eis irgendwie, dann Krabben, Krevetten, irgendwie noch lebende Krebse. Irgendwie dann gab's Austern und dann war die eine Dame guckte immer nur so in die Luft irgendwie und der andere schlug irgendwie so richtig wie Riesenfischen die Köpfe ab. Und das Ganze hat dann irgendwie 3 Minuten gedauert, bis ich endlich mal bedient wurde. Und einer kennt ja irgendwie schon so eine Schlange, alle so, ne? Also das ist immer kein, also ein bisschen Englisch, irgendwie keiner hat sich beschwert, hier mach mal hin, Mutti, ne? Wir haben Hunger. Ja. Nach Hause. Fand ich, danach war es sehr freundlich und so, aber es hat irgendwie gedauert, anscheinend brauchte ich so ein bisschen Erholung. Aber ansonsten stehe ich, also ist auch klar, brauchen wir alle. Und ansonsten der Service sehr gut, auch hier in Frankreich, muss ich sagen. Ja. Kann mich auch nicht beschweren. Und du hast noch keinen Ärger mit Gelbwesten gehabt. Nee, man sieht dann öfter welche vom Supermarkt und dann denken, die fährt doch mit dem Moped nach Hause, deswegen hat die eine Gelbweste. Wollte ich gerade sagen, kann ja auch sein. Ne? Oder hat vielleicht wirklich einen Unfall gehabt. So. Das war unsere Rubrik Neulich im Supermarkt. Hier auf Last Exit Andernach. Ja. Gute Rubrik. Ja. So. Müssen wir öfter wieder machen. Ja, müssen wir öfter machen. Jetzt habe ich einfach raufgedrückt auf den Taster. Genau. Super Ü ist sozusagen die kleinere Kette von Géant, Carrefour sind die großen und so weiter und dann kommt Super. Was ich noch gelesen habe, was ich interessant fand, war, dass Rheinbad in Düsseldorf, das sorgte für Schlagzeilen, ne? Da gab es ja öfter mal Polizeieinsätze, Sicherheitsdienste und so weiter, das Bad wurde geräumt, irgendwie, es gab Stress, es gab irgendwelche Aufmärsche, also sozusagen irgendwelche Menschen, die sich dann da berufen fühlten, irgendwie aufgrund der ganzen Medien, ich will nicht sagen, wer damit angefangen hat, aber wahrscheinlich war die Zeitung mit den 4 Buchstaben auch wieder. Das klingt schon wieder so nach den Facebook-Kanälen von der AfD oder Pegida, ehrlich gesagt. Ey, so eine Scheiße. Da war gar nichts. Ich habe das jetzt mal gelesen. Also ich habe jetzt hier einen Artikel gelesen aus der Süddeutschen. Und es gab dann irgendwie sozusagen, es gibt da Hausverbote und dann durfte man nur noch mit Personalausweis rein und am Ende stellt sich raus, was da passiert war wirklich so lächerlich, irgendwie so solche Sachen wie angeblich, dass jetzt irgendwie die Schwimmmeisterin dieses Düsseldorfer Bades gesagt hat, irgendwie die Rutsche ist jetzt nur für Kinder geöffnet. Bis 12 Jahre oder so, ne? Und dann sind die Kinder gerutscht, ne? Und dann war sie wohl gerade mal weg. Also, und dann sind die älteren Jugendlichen auch alle gerutscht. Mit den Kindern. Also es gab gar keinen Stress, ne? Und dann kam sie mit so, anscheinend hat das schon gereicht, um richtig sauer zu werden. Aber Rutschen ist ja auch nicht verboten per se, ne? Also ich meine, das ist ja kein Verbrechen, so im Schwimmer die Rutsche zu benutzen. Okay, ne? Also auch wenn die Schwimmmeisterin das mal vielleicht nicht wollte irgendwie, aber wir waren ja alle mal jung. Und auf jeden Fall wurde es dann gleich wieder ausgewalzt und dann hier, ne, Schlägereien und so weiter und Übergriffe und so weiter. Und klar, wenn du jetzt natürlich so irgendwie Menschen dabei hast, die so sexuell nicht aufgeklärt sind oder so, oder die irgendwie das unterdrückt haben oder durch ihre, weiß ich, Religion oder Herkunft, dass die dann öfter mal irgendwie sich mal ein Mädel mit einem Bikini angucken, kann man jetzt, ist in der Regel auch nicht verboten, aber es gab keine sexuellen Übergriffe und so weiter. Es gab, ist natürlich auch nicht cool, aber das, was da in der Presse rüberkam, war dann irgendwie auch nur halbe Höhe und das Ganze fand ich nur so irre, weil wenn man diesen Artikel liest, jetzt hier, dass da irgendwie Mozeta, also dass wirklich irgendwie Wahnsinnsschlägereien und so weiter stattfinden und dann auch noch irgendwelche Hooligan-Freunde sich dann dazu berufen fühlen, irgendwo nochmal sozusagen für Ordnung zu sorgen, ne? Da muss ich sagen, ey, das ist ja echt grotesk oder so. Also das scheint irgendwie auf jeden Fall laut diesem Artikel nicht so heiß gegessen zu werden, wie es irgendwie in manchen Medien kolportiert wurde. Aber ja, kann man, das ist ja, wenn man hier mal, ich war schon lange nicht mehr im Freibad, ich kann es gar nicht beurteilen. Also ich war, glaube ich, vor 30 Jahren zum letzten Mal im Freibad. Nee, aber wir waren zusammen im Freibad, wir haben noch eine schöne Arschbombe vom Dreier gemacht. Ja, vor 3 Jahren. Da kann ich jetzt nicht sagen, dass da. Da war gar keiner, hat es geregnet. Wollte ich gerade sagen, dass der Untergang des Abendlandes unmittelbar bevorsteht, kann ich jetzt im Freibad in Pferden nicht festmachen. Nee, das war ein Langwedel. Langwedel war es immer. Ja.
Aber ist das, gibt's denn da, ist ein großer Ausländeranteil, um mal hier ein bisschen deutlicher zu sprechen, ist das, nee, oder da, wie würdest du nee, das da sind natürlich sind Ausländer oder mit Menschen mit also ich kann sie nur hier aber das ist nie ein Problem, das war noch nie ein Problem. Nee. Also ich hab da, also ich kann nur sagen, wenn man hier in Rostock ins Schwimmbad geht, gibt's, glaube ich, keinen einzigen Ausländer. Oder wie sagt man Ausländer, sagt man Asylbewerber, weiß ich nicht, also jedenfalls sind da ausschließlich, so, sagen wir mal, unterpigmentierte, blonde, kurzhaarige Menschen hauptsächlich. Und ansonsten, zum Beispiel, wenn ich in Bremerhaven bin, da ist es ganz anderes Bild zum Beispiel. Da sind zum Beispiel so mittlerweile das, wo ich früher als Jugendlicher im Zellertal saß, in der Kneipe, das heißt mittlerweile Alibaba. Und außenrum sind halt auch hauptsächlich bulgarische oder irgendwie syrische Imbisse oder ähnliches. Ja, das ist eben doch wahrscheinlich auch regional sehr unterschiedlich, ne? Also ich war noch nie im Rheinbad, aber ich stelle nur fest, dass das immer so medial ganz merkwürdig gewichtet wird alles so. Also die Realität, die dahinter steht, ist mir immer nicht so ganz klar. Das ist, ich glaube, wenn er einfach auch Bedürfnisse befriedigt nach so, bestimmte Ängste werden da stimuliert oder Bedürfnisse. Ja, was willst du denn aber machen? Ich meine, du bist ja als Kind, der Sommer ist lang, die Ferien sind lang, das Sommer ist heiß, gehst ins Schwimmbad, ist klar. Schlägst du auch über die Stränge vielleicht ein bisschen. Also dann gehst du halt mal rutschen, obwohl es verboten ist, springst vom, machst einfach den Dreier auf, obwohl dann, weiß ich was, das ist ja jetzt irgendwie ziviler Ungehorsam irgendwie. Das ist ja jetzt kein Grund irgendwie, um jetzt durchzudrehen. Aber das war also wohl, Bürgerkrieg ist noch nicht. Also es war wohl dann irgendwie, in Düsseldorf gab es dann irgendwie, also dann gab es natürlich, der Bürgermeister wurde dann natürlich irgendwie auch nochmal schön bombardiert mit Mail, Hassmails und so weiter. Und also angeblich. Dann tauchten auf einmal dann irgendwie 50 Personen auf, die ins Freibad wollten, um Deutsche zu schützen. Und dann kam wieder die Polizei, weil diese Bürgerwehr, dann waren eben Personalien aufgenommen und da waren eben angeblich auch polizeibekannte Mitglieder der Sympathisanten der Bruderschaft Deutschland, einer rechten Hooligan-Gruppe. Weißt du, und dann hast du natürlich, dann kommt das nächste, dann schreiben die, der schreibt da wieder drüber geschrieben, ne? Ja. Bürgerkrieg am Nichtschwimmerbecken. Das ist echt Krise. Was ist denn hier los? Das Sommerloch scheint ja dieses Jahr besonders groß zu sein, aber ich glaube nur, wenn man wirklich mal genauer hinguckt, dann ist es, glaube ich, echt nur alles halbe Höhe, ne? Also das ist diese reißerischen Headlines irgendwie, kann man sich echt sparen. Wir wünschen alle noch fröhliches Badevergnügen, jetzt sage ich mal. Ich weiß nicht, wie es Wetter in Deutschland ist, aber vielleicht lohnt sich der Gang ins Schwimmbad, ins Freibad ja doch noch. Ich weiß es nicht. Also hier zum Teil. Muss ich immer sagen. Ja. Fällt mir jetzt auch nicht viel weiter zu ein. Ja, das ist, ich glaube, man wünscht sich halt immer so Schlagzeilen aus, wenn die Schlagzeilen aus Rostock oder aus Dresden kommen, sollen es halt möglichst irgendwelche Nazis sein. Wenn es die Schlagzeilen aus Düsseldorf oder Kreuzberg kommen, dann sollen es halt möglichst irgendwelche Gangs oder Clans sein. Es ist halt das, was der Deutsche sich so wünscht für seine Nachrichtensendung. Klickzahlen. Und das kann man dann auch mal schön teilen auf Facebook und auf weiß ich nicht wo. Ja, das ist mehr so Bedürfnisbefriedigung. Ja. Das, mit Journalismus hat das noch wenig am Rande was zu tun, würde ich sagen. Das Ja, gut. Dann haben wir noch viel, wir haben noch zwei spannende Themen. Die sind schon auch ganz schön in der. Müssen wir langsam hier durchhuschen. Du hast noch was gelesen, ne? Ja, jede Menge. Sehr gut. Schmökerecke. Erlesenes aus Literatur und Leben. Lesen, Vorlesen, Nachlesen auf Last Exit Andernach mit Arndt und Eckart. Unsere Schmökerecke. Ja, mein Literaturthema ist gleichzeitig auch ein Musikthema. Und zwar geht es eigentlich um meine Lieblings-Live-Band aller Zeiten, und das ist für mich Slayer eindeutig. Habe ich mehrmals live gesehen und jedes Mal fand ich es also wirklich großartig. Und bestes Album für mich ist sozusagen Rain and Blood, ist für mich auch das beste Metal-Album aller Zeiten. Ich weiß nicht, wo das bei dir so in der Liste steht. Ja, wahrscheinlich für auch darum. Ist es so, der muss jetzt nicht aus Höflichkeit zustimmen, aber für mich ist das so. Was soll ich denn sagen? Ja, also für mich ist das sozusagen schon sowas. Schon was sehr Geiles, und ich bin halt auch immer sehr interessiert gewesen an Fakten rund um die Band. Das war ja auch mal eine sehr skandalträchtige Band, und man hat früher immer die ganzen Zeitschriften gelesen, um was rauszukriegen. Bisschen Grundproblem, was die Literatur angeht, es gibt kaum wirklich Slayer-Bücher, es gibt also keine wirklichen, zertifizierten offiziellen Slayer-Bücher, und das macht die Sache so ein bisschen schwierig.
Man kennt das ja, die sind also da wohl ähnlich gestrickt wie AC/DC oder KISS oder so, die auch ganz gerne mal um sich rum Leute verklagen, die da Bücher schreiben oder irgendwas veröffentlichen oder so. Und es gibt eben so ein paar Bücher, die es gibt, die habe ich mir ja auch schon mal geholt. Und da gibt es ja einmal das Buch Show No Mercy von, die kann ich den Namen nicht, die sind, glaube ich, ein Pole oder was, Jarek Zubricht, S-Z-U-B-R-Y-C-H-T, Zubricht, erschienen bei Rock Hard. Und, bei Rock Hard? Bei Rock Hard erschienen. Dem Magazin? Aha. Bei dem Magazin. Und das ist aber jetzt eben auch leider keine offizielle Biografie. Es wurde zwar wohl von, hat wohl Kerry King hat wohl seinen Segen gegeben, ist ein dickes, fettes Buch. Jedes Album wird besprochen, jedenfalls bis vor ein paar Jahren, das Buch ist auch schon ein paar Jahre alt. Genau, es wurde also, ursprünglich wurde wohl die Unterstützung zugesichert der Band und vom Management. Es ist aber wieder im Sande verlaufen, also das ist dann wieder in Desinteresse umgeschlagen auf Seiten der Band. Genau, und hier ist eben so das Herzstück, sind die Analysen der Alben, und der Jarek Zubricht ist also ein Riesenfan, und da gehen ihm manchmal auch ein bisschen die Gäule durch, also es wird immer sehr viel rumgejubelt über die Alben und so. Ist über 400 Seiten dick, und man, also mehr Informationen kann man eigentlich nicht zusammensammeln, sehr viel. Kostet 22, also hat ursprünglich 22 Euro gekostet, jetzt muss ich wieder, ich weiß, das findest du mal nicht so gut, aber mittlerweile kostet es halt 65 Euro, es war halt wieder nicht so eine große Auflage. Ich kann das nur mal sagen, Leute, wenn ihr ein Buch kaufen wollt, kauft es rechtzeitig. Dann gibt es alternativ noch ein Buch, das heißt The Bloody Reign of Slayer, englischsprachiges Buch, wegen dieses Show No Mercy hat den Charme, dass es ein deutschsprachiges Buch ist. The Bloody Reign of Slayer von Joel McIver, englischsprachig. Mittlerweile auch Paperback ab 60 Dollar, Hardcover ab 100 Dollar. Oh. Und, Büro ruft jemand an. Und dann habe ich noch ein drittes Buch, was vielleicht so, auf was man sich vielleicht einigen kann. Und zwar ist es eine Buchreihe, die heißt, heißt das 33 ein Drittel? Ich glaube, das heißt so, ne? 33 ein Drittel? Ja, das kenne ich. Ja, die, genau, und da gibt es ein Buch, das diese Reihe, die besprechen einzelne Alben, ne? Und wird immer in einem kleinen Taschenbuch, das ist so Format, was ist das hier, DIN A5, DIN A6, also relativ klein. Und da wird also besprochen das Album Rain in Blood von einem D.X. Ferris. Das ist ein englischsprachiges Buch. Und das ganze Buch dreht sich ausschließlich um dieses Album, was ich so toll finde und was Arndt auch gut findet. Arndt, das bin ich doch, ne? Genau, da wird also jeder Song wird einzeln besprochen und also es wird Track eben. By Track. Track by Track, und wird sozusagen besprochen, was Rick Rubin davon hält und was Rick Rubin gesagt hat, bei welchem Song er sich am Kopf gekratzt hat und wie, weil er das ja so produziert und wie, also zu jedem Song wird halt genau geschrieben, wie er sich den Bart gejuckt hat und was er zugesagt hat. Ja, das ist also, das auch relativ preiswert zu haben, 12 Dollar in dem Fall, 95. Aber die haben da, also die Rain in Blood, das ist doch, da war doch Jeff Hanneman dabei noch, der ist ja verstorben, und war das nicht die Platte auch mit Dave Lombardo noch an den Drums, ja, ne? Dave Lombardo an den Drums, Jeff Hanneman, alle dabei, Kerry King, die sind beide nicht mehr dabei. Jeff Lombardo haben sie sich ja früh irgendwann verabschiedet, warum auch immer. Und war auch wieder mal dabei, immer mal, ist wieder gekommen, wieder gegangen, mittlerweile ist er, glaube ich, der ist nicht mehr dabei. Ganz raus. Nee, der ist, glaube ich, das ganz raus, schon lange. Es ging aber hin und her mit Dave Lombardo, das weiß ich. Aber, genau, so viel, das ist so die aktuelle Lage der eben Slayer-Literatur. Und es gibt halt kein, wenn ich es richtig verstehe, immer noch kein offizielles Werk. Wie gesagt, diese drei Bücher habe ich mir angeguckt und habe ich hier auch liegen. Wie gesagt, ich würde wahrscheinlich. Verleihst du auch dann gerne mal. Vielleicht, den verschicke ich dann auch gerne. Einfach mal eine Mail schreiben. Oder einfach mal den Bücherbus an der Straßenecke anhalten. Wenn der Verbindung ins Dorf kommt. Oder bei der wie heißt das hier? Bushalte Bücherecke. Ja, genau. Mal gucken, ob es da steht. Oder auf, für umsonst zu mitnehmen. Ja. Bei uns gibt es auch auf dem Spielplatz übrigens, haben wir auch, da ist so ein hohler Baum, da sind auch immer Bücher drin. Also ich kann da mal gucken. Interessant. Das ist unsere Schmücke-Ecke gewesen. Sehr gut. Liebe Leseratten, liebe Bücherwürmer, auf Wiedersehen hier bei uns in der Schmöker-Ecke. Hallo, ich bin der Michael aus 9a Ahrweiler, wobei ich aus 9a komme. Ich stehe hier mit meinem Pkw an der A61 Richtung Erftstadt, genauer gesagt Raststätte Heimatsheim. Aber das ist ja egal. Eigentlich möchte ich schon ganz lange sagen, wie klasse ich den Podcast von Arndt und Eckart finde. Richtig toll. Ja, alles Gute.
Ja, der Michael, der hört uns auch. Sehr gut. Ja, in 2 Wochen ist ja unsere große Live-Sendung. Ich hoffe, das klappt alles technisch. bei Tim im Garten. Bei Tim im Garten am Sonntag nehmen wir das schon auf. Also technisch ist mein geringstes Problem. Das ist, was wir da erzählen sollen. Das wäre noch die Frage. Das ist den Scheiß, den wir hier sonst auch erzählen, oder? Oh Gott. Nee? Ja, das wird schon interessiert sehen. Das? Ja, mich. Na gut. Und dich. Und noch ein paar. Ja, okay. Ein paar, wenn wir kriegen, also wir, unser Feedback ist ja noch nicht so schlecht auf unser Set, Tommy. So nicht unter das Licht unter dem Scheffel stellen. Ich hab noch einen Musiktipp. So Last Exit an der Nacht Playlist auf Spotify gibt's ja immer noch. Ne? Wer hat ja schon, glaube ich, ganze 4 Follower irgendwie. Was ich total geil finde, ist die Band Die Höchste Eisenbahn. Und zwar der Song Schau in den Laufhase. Das ist ein ganz toller Song. Wirklich, Schau in den Laufhase. Die Höchste Eisenbahn ist irgendwie ein Projekt aus, glaube ich, verschiedenen Hamburger Musikern. Der Song Schau in die Laufhase ist vom Album, vom gleichnamigen Album von 2013, also Die Höchste Eisenbahn. Finde ich, also muss ich sagen, großartig. Genau, ein Projekt von, cool. Von Sänger von der Band Tele, Francesco Wilking und Moritz Krämer und da sind irgendwie ab und zu mal andere Musiker dabei, Gisbert zu Kniphausen zum Beispiel, Judo Tulle Fairness war dabei, also Features anscheinend, Tomte, Olli Schulz und so weiter. Also Höchste Eisenbahn, richtig cool. Mal reinhören. Und dann gibt's noch ein Album, das wurde mir auch von unserem lieben Wolfgang Müller, dem Musiker aus Hamburg, ans Herz gelegt. Das ist das neue Album von Enno Bunger. Kalifornien heißt das, glaube ich. Mhm. Also zumindest gibt es da einen Song, der heißt Kalifornien. Den ist auch sehr vielschichtiges Singer-Songwriter-Album aus Hamburg. Und ich glaube, der kommt aus Hamburg, der gute Mann. Und das kann ich nur empfehlen. Und darf da den Song Kalifornien, also Enno Bunger, vom Album, vom neuen Album, Was berührt, das bleibt, genau. Ist jetzt im Juli erschienen und da den Song Kalifornien würde ich auf die Playlist packen wollen, dass wir da mal was Frisches drauf haben und Singer-Songwriter geht ja immer ganz gut, ne, muss ich sagen. Ja. Cool. Naja. Mhm. Dann haben wir ja die neue Top 10, die ist ja auch musikalisch. Yeah. Das können wir schnell machen. Yeehaw! Howdy, partners! Tonight we got the best of the best for you. Welcome to our last Exit Andernach Top 10. It's just awesome! Ja, und zwar awesome, ne? Die Beatles. Es geht heute um die Beatles. Die Pilzköpfe. Die Beatles, ja, die guten, sind ja jetzt aktuell wieder im Film irgendwie, was war das, Yesterday. Vergnatzbüdelt worden, großartige Band, kommen zum Glück wieder so ein bisschen irgendwie, werden wieder ein bisschen populärer, weil ich glaube, Jahre, Jahrzehnte lang wurde über die Beatles irgendwie nicht geredet oder so, außer dass Michael Jackson die Rechte hat irgendwie an dem Beatles-Katalog, also an den Urheberrechten irgendwie, Verlagsrechten, wie auch immer, aber genau, wir haben uns die Top 10 ausgedacht, ne? Jeder die besten 10, unsere 10 Lieblings-Beatles-Songs. Soll ich mal anfangen oder willst du anfangen? Ja, leg mal los. Ja, also bei mir die Nummer 10 ist Yellow Submarine vom gleichnamigen Album von 1969. Und den Song finde ich eigentlich ganz cool, weil es eigentlich ist ein Kinderlied, war als Kinderlied gedacht und so weiter. Und ist auf dem ursprünglich erschienen auf dem Album Revolver von 66. Es gab dann, glaube ich, noch eine Single-Auskopplung oder eine EP oder sowas. Auf jeden Fall von 66 und es ist eigentlich ein Kinderlied irgendwie. Es geht auch nicht um irgendwelche Antikriegssongs oder sowas, was man vielleicht meinen könnte. Und das hat geschrieben, Lennon McCartney haben es geschrieben, aber das ist, glaube ich, bei allen Songs, die haben sich, glaube ich, irgendwie die Urheberrechte mal zugespielt. Also wenn Paul McCartney einen Song geschrieben hat, dann stand immer Lennon McCartney drunter. Und das Ganze sollte gesungen werden von Ringo Starr, der hat aber einen sehr geringen Tonumfang, also das heißt, er konnte irgendwie eine Oktave singen und deswegen ist das relativ, hat die Gesangsmelodie auch einen sehr geringen Tonumfang, ne? Das kann dann wohl jeder singen. Also meine Nummer 10, Yellow Submarine, ein Kinderlied von den Beatles von 1966. Meine Nummer 10. Ich kann mich noch erinnern, dass ich da als Kind mal diesen Film gesehen habe. Da gab es doch so einen Zeichentrickfilm. Genau. Ne? Und, stimmt.
Das wurde auch irgendwie regelmäßig wiederholt, glaube ich, in den 70er Jahren, 80er Jahren. Und, stimmt. Ja, ich weiß nicht, ich fand es ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob wahrscheinlich war ursprünglich die Zielgruppe nicht Kinder. Jedenfalls weiß ich, dass uns das immer so vorgesetzt wurde und ich war immer ein bisschen verwirrt als Kind, glaube ich, was ich damit so anfangen sollte. Aber ich, ja, cooler Song. Meine Nummer 10 ist I Wanna Hold Your Hand. Finde ich einen schönen Song. Schön catchy und fand ich, ja, finde ich einen romantischen Song und ja, was soll ich sagen? I Wanna Hold Your Hand, der ist doch auch noch diese alte, diese Mercy Beat Nummer noch. Ja, also ist, nicht, ist von ganz früher, genau. So ja. Aus einer der ersten Songs, ja. Ja, also ich kann mich leider nicht sagen, das weiß ich nicht, ja. Naja, okay, meine Nummer 9 ist Come Together vom Abbey Road Album von 69. Und das ist eben auch eine Nummer, die so eher so an die diese Zeiten irgendwie, also wo sie damals, also es ist zwar 69, aber es klingt halt irgendwie ja immer noch ein bisschen old-fashioned, hätte ich fast gesagt. Also letztendlich sind die Beatles ja dafür bekannt, dass sie irgendwie so Elemente aus dem Blues oder Rock'n'Roll und so übernommen haben und dann irgendwie so eine Art Pop, in so einen Pop-Kontext überführt haben. Also es gab ja vorher eigentlich sozusagen nicht das, was die Beatles gemacht haben, so tonal oder auch mit anderen, mit Sita oder mit sozusagen mit verschiedenen Elementen oder experimentiert haben, also musikalischen sozusagen Tonleitern und so weiter, dass es einfach ja sozusagen ein neues Level erreicht wurde durch die Beatles. Ne? Also das ist für mich eigentlich der Inbegriff der Popmusik so entstanden durch die Beatles. Also Come Together hat jeder am Ohr, meine Nummer 9. Ja, kommt bei mir auch noch vor, aber weiter oben. Auf Nummer 9 habe ich bei mir Can't Buy Me Love, finde ich auch einen guten Song. Kann ich nichts weiter dazu sagen, also ist ein guter Song und Beatles, ja, für mich, ich habe jetzt theoretisch zu den Beatles eigentlich keinen großen Bezug, außer dass ich genau dasselbe, was du gerade sagtest, das ist halt so die prototypische Popmusik, ne, und einfach super catchy Songs so, ne, und ja, finde ich gut. Ja, ich hab die Beatles ja echt gefeiert, auch als Kind schon irgendwie, muss ich sagen, oder besonders als Jugendlicher irgendwie, habe ich das immer noch gefeiert. Meine Eltern hatten noch die Beatles-Alben, ich habe das White-Album irgendwie geschenkt bekommen damals auf Vinyl, ich habe natürlich gleich mal diese vier Bilder verbaselt, die da drin waren, also die vier die waren angeblich sehr viel wert irgendwie, wenn man das weiße Album noch hat mit diesen Bildern, die waren aber gleich weg natürlich, irgendwie angepinnt, weggeschmissen, naja. Aus dem Album habe ich von 1968 Revolution 9, das ist eine Nummer, das ist eigentlich kein Song, das ist irgendwie so eine Collage aus verschiedenen Sounds, irgendwie aus indischen irgendwie so Straßen, dann ist da sind da klassische Elemente drin, dann ist, sagt er mal Number 9, Number 9, ne? Kennst du es vielleicht? Mhm. Also so eine vollkommen irre, also gab es für 1969 also eine sehr interessanter Song insoweit, dass es das so nicht gab, also zumindest nicht in der Popularität, die das Album nachher, die das Song erreicht hat durch das Album, weil da waren natürlich ganz andere Hits drauf, ne? Also Number 9 wurde dann übrigens von Jazzanova jetzt irgendwie wieder mal das heißt glaube ich auch Number 9 von Jazzanova, natürlich nur gecovert, darf man natürlich nicht samplen, die Beatles, unmöglich, die Beatles samplen, aber fand ich geil, weil irgendwie neu und ist natürlich nicht zum Mitsingen, aber eine tolle Collage, mal reinhören. Ja, meine Number 8 ist dann We Can Work It Out. Habe ich jetzt irgendwelche Gründe dafür? Ne, habe keine Gründe, ist einfach ein schöner Song. Ja. Man muss ja auch nicht. Muss ja nicht. Nee, ansonsten, dann haben wir noch Hard Day's Night, fand ich noch ganz cool. Das habe ich auch nochmal, ich glaube, das ist der Opener auch ich weiß, von welchem Album war das jetzt nochmal eben. Komme ich jetzt nicht drauf. Aber Hard Day's Night ist bei mir denn die Nummer 7. Genau, dann bist du jetzt mit deiner, dann musst du deine Nummer 7, glaube ich, jetzt noch. Hard Day's Night ist nicht auch ein Film? Kommt gerade so vor. Nummer 7 ist bei mir. Könnte sein. Bei mir ist die Nummer 7 ist bei mir Back in the USSR. Cool, das ist auch vom weißen Album. Sehr geil. Achso. Ja. Ist auch so ein bisschen zeitgeistig und so, ne, damals gewesen. Und fand ich. Sind sie eigentlich jemals getourt im Osten? Nee, glaube ich nicht. Aber jedenfalls. Guter Song. Aber Back in the USSR, es ist ein sehr, sehr geiler Opener, ne? Genau. Geht gleich richtig ab, der Song. Fand ich auch richtig geil. Der ist auch vom weißen Album und meine Nummer 6 auch. Das ist der Yeah Blues von eben auch von 68. Und das ist irgendwie ein Vorgriff auf so White Stripes oder hier die
so eine Art, also richtiger Blues-Song halt, aber so Next Level irgendwie, so mit verzerrten Gitarren irgendwie, so richtig, richtig, richtig harter Stuff irgendwie. Mhm. Und ja, ein Vorgriff irgendwie auch auf diese ganzen Blues, Neo-Blues-Bands oder so, die jetzt irgendwie so in den letzten Jahren Erfolg hatten. Und genau, das ist meine Nummer 6 gewesen, ja. Okay, meine Nummer 6 ist Hello Goodbye. Es ist auch so ein, kennt glaube ich jeder und so, ne? Und ist einfach so ein gute Laune-Song für mich und höre ich gerne so. Also ist einfach ein fröhlicher Song. Ich habe Nummer 5 bei mir, Blackbird ist auch ein fröhlicher Song, das ist ein Song von John Lennon, geht, Blackbird ist glaube ich die Amsel, wenn mich alles täuscht irgendwie, und es ist einfach nur eine Gitarre und Gesang und ein bisschen Handclaps glaube ich irgendwie, kann ich sogar auch Gitarre spielen, das ist gar nicht so schwer. Blackbird, also ein wunderschöner Singer-Songwriter-Song irgendwie, auch, aber auch eben jenseits von, so also klar basiert das alles auf einer Blues- Harmonik irgendwie größtenteils, aber die Beatles haben es halt geschafft, es immer wieder zu erweitern, immer weiter irgendwie Brüche zu installieren. Aber die in dem Fall jetzt nicht, aber ist für mich aber auch ein Popsong, den es so noch nicht gab, weil er eben, also eben mit dem Blues nicht mehr so viel zu tun hat irgendwie. Einfach so ein bisschen Country-esque, aber genau, auch von 68 eben, auch vom weißen Album. Meine Nummer 5. Muss ich mir auch nochmal anhören. Ich merke gerade, ich kenne einfach nicht so viele Songs wie du. Es ist einfach doch ein deutlich weiteres Portfolio hier an Beatles-Songs. Auch Sachen, die man gar nicht so kennt. Okay, bei mir ist wieder Nummer 5 ist wieder eine altbekannte Nummer. Bei mir ist Strawberry Fields Forever. Ja, kennt jeder, ne? Ist halt so ein, ist einfach ein schöner Song und ist so ein bisschen, für mich ist das so der klassische irgendwie, weiß ich nicht, Hippie-Song oder was auch immer. Jedenfalls, ja, finde ich gut. Weißt du, Strawberry Fields sind ja nicht die Erdbeerfelder, sondern das sind die LSD, per Pappen mit dem Erdbeeren drauf, ne? Das war ja echt? Ein LSD-Song. Naja. Strawberry Fields Forever ist ein LSD-Song. Und meine Nummer 4 ist nämlich auch ein LSD-Song, und zwar Lucy in the Sky with Diamonds, ne? Also kurz abgekürzt LSD. Vom Sgt. Pepper Album, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band von 67. Auch vielleicht ist Popmusik auch dann nur möglich, wenn man LSD nimmt, oder vielleicht gab es das gab es das mal in den Zusammenhang, oder? Ja. Ja, könnte sein. Ja. Ja, wäre mal interessant zu erfahren, das ist ja sowieso immer so eine Grunddiskussion, ob Drogen sozusagen hilfreich sind bei der Erfindung von irgendwelchen Songs oder so, ne? Oder ob das dann Leute sind, die eh schon kreativ sind und die dann zufällig noch Drogen nehmen oder so, da ist das, ja. Ja, sie haben das ja nicht einfach reingeschmissen und dann sozusagen ich glaube, viele nehmen ja Drogen, weil wie auch immer, also ich vermute mal, dass es dann manchmal auch klar ist es eine Flucht und so, ne? Und klar sind Drogen halt immer irgendwie für Menschen, die irgendwie wahrscheinlich super begabt sind, was Musik machen angeht, irgendwie sozusagen affin für Drogen. Aber ich glaube, bei den Beatles haben das, glaube ich, so bewusst eingesetzt. Also sie sind bewusst so nach Indien gereist, haben Ravi Shankar getroffen, haben damit experimentiert. Wie ja damals auch in den 60ern übrigens die britische Armee ja auch irgendwie mit LSD experimentiert hat, um sozusagen den Soldaten die Angst vor dem Feind zu nehmen, mit dem Ergebnis, dass sie sich nur totgelacht haben auf dem Feld irgendwie. Da gab es ja so, gibt's so lustige Filmchen. Aber ich glaube, die Beatles haben es sozusagen bewusst eingesetzt, um ihre Musik, um weiterzukommen mit ihrer Musik. Also das ist meine individuelle Interpretation. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber naja. Ja, ich weiß nur, dass sie tatsächlich, dass sie ja wirklich darunter gereist sind irgendwann mal, ne? Haben da irgendwie in Indien unterwegs waren und irgendwie Ravi Shankar und so weiter und irgendwelche psychedelischen Erfahrungen gemacht haben wohl, ich weiß es nicht. Ja. Jetzt bist du mit deiner Nummer 4, ja. 4 ist bei mir Nowhere Man. Das finde ich auch ein guter Song. Und das ist wahrscheinlich wieder, glaube ich, ist eher wieder ein älterer Song, oder? Aber es ist so ein, auch sehr, einfach sehr eingängig und, ich mag einfach gerne diese poppigen, eingängigen Songs von denen, die so einfach sind. Ja, vielleicht kann man sie immer noch irgendwie hören, ne? Also es ist natürlich zeitlos und absolut. Das sind alles so Unikate, das ist alles toll. Ja, meine Nummer 3 ist Eleanor Rigby vom Revolver-Album von 1966, geschrieben von Paul McCartney hauptsächlich und ältere Dame oder was, das ist irgendwie das ist ein
ein Geschäft in Bristol, so, sorry. Das Rugby und genau, das war irgendwie die Besitzerin, glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Aber immer ist das, glaube ich, auch so ein Song, der einfach, die haben ja öfter mal auch also einfach Songs geschrieben über so um ihre Umgebung oder so, in Liverpool oder sowas, ne? Und das finde ich auch musikalisch auch sehr gut, ja. Hm. Wie war das nochmal mit Abbey Road? Ist das nicht auch irgendwie die Straße vorm Studio gewesen oder genau, irgendwas? Genau. Da ist ja auch dieses tolle Cover entstanden, über den Zebrastreifen, wo sie barfuß über den Zebrastreifen laufen. Berühmteste Plattencover der Welt, sag ich mal. Genau, ja, das ist, gab's. Haben Sie eigentlich auch mal einen Song über irgendwie Hamburg gemacht oder St. Pauli oder so? Nee, ne? Nee, das weiß ich jetzt eigentlich gar nicht. Ja, weil Sie da doch große Erfolge gefeiert haben, ne? Ja, klar, die waren das ja sozusagen ihre Hamburger Jahre waren das für auch, die waren ja eigentlich eine Coverband, die sozusagen irgendwie wenig oder die hauptsächlich gebucht wurden, um für Stimmung zu sorgen. Und da ging es ja gar nicht um diese Qualität. Das ist ein eigenes Songmaterial, ja, war gar nicht so gefragt. Pop-Act ist irgendwie. Die, von 1960, 61 waren sie in Hamburg und ich habe das Gefühl, dass viele Singer-Songwriter aus Hamburg auch irgendwie immer noch diesem Beatles-Sound oder so verhaftet sind. Wenn man das sieht, irgendwie viele Bands aus Hamburg, so auch meinetwegen auch Olli Schulz, irgendwie hört man auch so ein bisschen raus, dass er irgendwie auf jeden Fall von den Beatles geprägt sein könnte, vermute ich mal. Aber letztendlich war das ja eigentlich nur ein Arbeitsauftrag irgendwie, ne? Dass sie sagen, so, dass sie einfach hier, ihr müsst abliefern, so, ne? Stell abends auf die Bühne irgendwie und dann. Und dann haben sie aber gemerkt, dass das gut ankommt irgendwie und ich weiß nicht, also. Starkeller und so, ne? Mhm. Und die waren richtig so eine Coverband, so wie heutzutage die Hermes House Band oder sowas. Also ja, die haben so. Das sind aber, ich glaube, das sind einfach nur Unterhaltungsbands, ne? Also es waren jetzt irgendwie, der Hauptsache da ist, steht jemand und macht Musik irgendwie. Okay. Macht Live-Musik. auf jeden Fall war das, glaube ich, eher so eine funktionale Kiste, als dass es irgendwie so ein Fame gab, der da entstanden ist irgendwie. Also muss ich sagen, die Hamburger Jahre, da habe ich mich jetzt auch nicht so beschäftigt. Ich habe es nur so in Erinnerung und klar, wo war das denn der Durchbruch? Das, weil sie dann irgendwie zunehmend bekannter wurden und meistens kennt man ja irgendwie, dass der Prophet im eigenen Land zählt da nichts, ne? Und habe ich auch schon mal gehört, dass das sozusagen in Liverpool wirklich noch ganz klein war wohl, ne? Mhm. Und dann irgendwie tatsächlich, dass Hamburg deutlich wichtiger war für die Beatles jetzt als Liverpool, oder? Also ist das richtig? Mhm. So habe ich das immer verstanden jetzt, ja. Mhm. Naja, gut, ich weiß auch nicht. Mhm. Okay, meine Nummer 3 ist deine Nummer 9, nämlich Come Together. Hast du es ja schon gesagt, ne? Ist halt so ein bisschen so ein wirklicher Old-Fashioned Beatles-Song, ne? Da ist noch nicht so dieses ganze spätere LSD-Ding ist da noch nicht so drin. Weiß ich nicht. Wie nennt man diese Mercy oder wie nennt man die Musik? Also jedenfalls so, ja. Das ist so ein altmodischer Mercy Song. Mercy Beat, ne? Ja. Mhm. Ja, bei mir ist zum Beispiel Nummer 2 auch Can't Buy Me Love von 1964 vom Album Hard Day's Night, das ist ja irgendwie auch ein Song, der sie, glaube ich, auch der stilprägend war für sie und die berühmt gemacht hat. Irgendwie, ich glaube, ich muss mal gucken, wo der in den Charts war, der garantiert auch wieder in den USA auf 1, aber zumindest haben die ja einen wahnsinnigen Output gehabt irgendwie, alleine, also 1963 zwei Alben veröffentlicht und zwar Please Please Me with the Beatles, dann haben sie 64 A Hard Day's Night und Beatles for Sale veröffentlicht, dann 65 Help und Rubber Soul, 66 Revolver, 67 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band und Magical Mystery Tour, 68 wieder ein Album, The Beatles, dann, das ist, glaube ich, das weiße Album, dann Moment, ne, dann das weiße Album, ja. Dann Yellow Submarine 69 und Abbey Road, also auch 69 und das letzte Album, Let It Be, 1970. Also ein wahnsinniger Output. Also wenn du überlegst, irgendwie manche Künstler wie Coldplay oder so, die brauchen echt ein bisschen länger als für ein Album und die Beatles haben damals 2 pro Jahr veröffentlicht, was ja irgendwie auch rein promotiontechnisch irgendwie schon Wahnsinn ist, weil du musst das ja auch alles irgendwie irgendwie promoten und pushen und da gab es natürlich nicht so viel international bekannt, also die Banddichte ist natürlich wesentlich höher jetzt, ne? Also ist jetzt sozusagen kommt viel mehr raus als damals und klar, und dann irgendwie Nummer 1 war es meistens England, USA, Deutschland immer auf Nummer 1 irgendwie fast jedes Album.
Es geht auf Nummer 1 gechartet irgendwie. Und, da habe ich auch schon öfter darüber nachgedacht, was aus den anderen Bands geworden ist, die zeitgleich da in Hamburg aufgetreten sind mit den Beatles. Und dann manchmal wird dann ja auch so, ich weiß nicht, wurde immer dann zum Beispiel Eric Burdon interviewt, wie dann das Leben damals mit den Beatles so war, wie die Zeit so war. Wo bei mir sich immer so ein bisschen, ich meine, er war natürlich auch irgendwie ein Star, aber natürlich längst nicht von dem Format wie die Beatles, oder? Hm. Also wo ich dann immer so denke, Mensch, da mischt sich dann auch so eine gewisse Melancholie rein, weil du merkst so, ja, klar, also der natürlich das große Glück überhaupt von der Musik leben zu können und so, ne? Aber ist dann schon noch eine etwas andere Liga gewesen, oder? Also so ja, klar, natürlich, absolut. Ja. Ich meine, die haben das war ja die Entwicklung in Hamburg, ne? Sie wurden ja gebucht, irgendwie, ich glaube, in ungefähr ein Strip-Lokal, um das eben Leute anzulocken. Und am Ende sind die Leute dann nicht mehr wegen der Stripperinnen gekommen, sondern wegen der Musik und so. Und das war halt der Durchbruch, ne? Und, und das hat man dann schon gemerkt, dass eine Band dann mehr Potenzial hat, als einfach irgendwie als sozusagen Musik-Act für irgendwelche anderen Geschichten herhalten muss. Und das hat natürlich Hamburg. Den 2 Jahren in Hamburg oder wie lange das war, zu schreiben. Mhm. Meine Nummer 1 ist Norwegian Wood vom Rubber Soul Album von 1965, geschrieben von John Lennon. Das hat er geschrieben, gesungen wurde das von George Harrison und, warte mal, das hat John Lennon gesungen, ne? Und George Harrison hat die Sita gespielt. Und das Ganze hat er geschrieben in St. Moritz während eines Skiurlaubs mit seiner ersten Frau John Lennon. Und George Martin war auch beteiligt es beschreibt einen Abend mit einer Frau und dann geht er ins Bad und übernachtet auch da und am nächsten Morgen ist die Frau verschwunden. Keine Ahnung, kryptisch hier, aber wie auch immer. Aber der Song ist halt toll, ne? Also die Sita irgendwie fand ich super und es war halt einfach ein wunderschöner Song. Und Rubber Soul ist ja eine Platte, die hat ja auch weltweit, also die war ja eigentlich eines der schönsten Alben überhaupt sozusagen und war auch ein Anlass für die für die Beach Boys das Album Pet Sounds zu veröffentlichen. Also er hat, ach so. Weil damals ging es halt, Brian Wilson, also der Mastermind, der Kopf sozusagen, oder Mastermind, sag ich mal, von den Beach Boys, gesagt hat, er möchte ein Album schreiben, was mindestens genauso schön ist wie Rubber Soul. Ja, das hat er mit Pet Sounds ja eigentlich geschafft, würde ich sagen. Ne? Würde ich fast Also meine Nummer 1 auf jeden Fall Norwegian Wood. Und kennt hier auch jeder. Wow, stimmt, Mensch, Pet Sounds, das ist ja auch so ein psychedelisches Album, ne? Also da sind auf Pet Sounds Wouldn't It Be Good und da sind halt Sachen drauf, das hörst du und du kennst eigentlich fast, also viele Nummern kennst du von dem Album und das ist wirklich ein wunderschönes Album. Das Geilste ist halt das Cover, wo die Band in so einem Streichelzoo steht und irgendwelche Ziegen füttert, aber das wie auch immer, also vollkommen egal, aber eine der besten Platten, die geschrieben wurden, sag ich mal. Kann man mal vergleichen, einfach mal Rubber Soul mal mit Pet Sounds mal irgendwie sozusagen Ping-Pong hören, dann hast du auf jeden Fall einen schönen musikalischen Abend irgendwie verlebt, sag ich mal. Ja, großartig. Habe ich mir damals gekauft, sogar als Collectors Box irgendwie mit den Instrumentals und Demos und so weiter von den Beach Boys als CD. Eine richtig teure Collectors Box habe ich da irgendwo noch rumliegen. Ja, fand ich gut, auf jeden Fall. Ich hatte mir vor kurzem mal von dem, ich weiß nicht, wie hieß er nochmal, von dem Sänger, ist das der Sänger, also oder von dem Mastermind, von den Brian Wilson. Brian Wilson, genau, ne, heißt er nur, ne? Von dem hatte ich mir mal die Biografie angehört als Hörbuch und so. Der spielt ja noch, ja. Der hat 2 Jahre im Bett verbracht wegen Depressionen und so, ne? Ganz massive, der hat wirklich große Probleme gehabt in seinem Leben und also das ist also der klassische Künstler, was man so früher unter dem Künstler sich vorgestellt hat. Also jemand, der sehr große Probleme hat. Der kam auch nicht mehr raus, glaube ich. Der kam auch bis zum Ende nicht mehr so richtig raus. Massive Schwierigkeiten gehabt so. Und über viele Jahre, ne? Und also ich habe mir nochmal ein Soloalbum von ihm gekauft vor etlichen Jahren und das fand ich auch sehr gut. Aber es ist wirklich ein toller Songwriter, ein Songschreiber nach wie vor, aber an die Sachen aus den 60ern kann man ja sagen, meiner Meinung nach nicht mehr ran. So, ne? Und das sind ja nicht nur irgendwie Surf in USA und so, sondern das ist ja natürlich die andere Seite, die eigentlich viel besser ist, so, ne? Irgendwie. Also er verbringt sehr viel Zeit in seiner Villa an seinem Flügel und aber es ist auch eher ein schwermütiger Mensch. Dann Nummer 1 fehlt noch.
Ich habe auch meine Nummer 2 auch noch nicht gesagt. Meine Nummer 2 ist Twist. Ist ja egal. Nee, ist ja egal. Meine Nummer 2 war Twist and Shout. Ist ja auch so ein absoluter Oldschool-Song und ich weiß, es ist abgenudelt, aber für mich ein toller Song. Ich weiß, dass ich auch mal früher mal in ein Mädchen verliebt war, das diesen Song ganz toll fand und dann habe ich mir den auch mal auf eine Kassette kopiert, weil ich den dann auch immer gehört habe. Und auf Platz 1 ist bei mir auch ein Song, der total, weiß ich nicht, so ein Popsong ist, der fast schon Werbespot-Qualitäten hat. Good Day Sunshine. Finde ich ein super Song. Ist für mich ein sehr positiver, sonniger, wie der Name schon so sagt, ein sonniger Song. Und gefällt mir sehr gut. Good Day Sunshine, meine Nummer 1. Dann habe ich dir so viel über meine Nummern. Völlig latte. Okay, alles klar. Ja, ist doch toll. Da haben wir die Beatles auch mal abgearbeitet. Hier ist ja auch wichtig. Ja, sehr schön. Dann haben wir ja die Top 10 auch hinter uns. The best of the best. On last exit under the night. Thank you and good night. So, dann starte ich mal unsere profane Ausgangsmelodie. Ne? Tja. Die ist nicht so ganz Beatlesque. Aber schön beruhigend, irgendwie schöne Jazz-Blues-Nummer. Ja, da Last Exit nach Nummer 44 hier live aus Frankreich. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, ich bin noch nächste Woche auch nochmal hier, von hier zu hören. Und dann gucken wir mal, wie die Sommershow, unser Sommerfest rumbringen. Dann, ne? Ja. Du bist nächste Woche auch noch in Frankreich? Ja. Tatsächlich. Wow. Ja. Ja. Hast du noch Pläne für Frankreich? Machst du noch irgendwas? Nee, ich muss nur den Schlüssel abholen von der Raste da noch. Ja. Le Clé. Le Clé. Nee, noch nichts Konkretes. Muss ich mal gucken. Ich würde berichten. Also ich hoffe, das Wetter wird gut und ja, danke schön. Das ist sehr genau. Gut. Ja. Wünsche noch viel Spaß. Ja, okay, ich gucke gleich mal, was der Poolroboter aus dem Pool rausgesorgt hat. Ja. Die ganzen Frösche und Insekten. Das heißt eigentlich Pool auf Französisch, Piscine, ne? La Piscine, oder? La Piscine, oui. C'est vrai. Oder sagt man Le Swimming Pool? Nee, La Piscine. Es gibt um den Pool immer, muss man immer Chlortabletten reinschmeißen, damit der Pool schön sauber bleibt und ja. pH plus und pH minus muss man rein. Minus. pH-Wert. Genau, aber so viel dann, weiter geht's dann beim nächsten Mal. Dann wünsche ich angenehmes Dasein erstmal noch bei dir da in Rostock. Ja, danke schön. Okay, dann würde ich sagen, bis nächste Woche, oder? Ja, jo. Tschüss.